Herzlich willkommen zur vierten Folge Democracy for Alpha, Deutschland auf schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ja, oder uns fällt noch was anderes ein. Ja, gucken wir erstmal. Also, wir haben wieder, also Verbrechen geht runter, das ist schön. Wir haben wieder ein Dilemma. Ban Face Recognition in Public. Fortschrittliche künstliche Intelligenz hat dazu geführt, dass es billige und praktische Gesichtserkennungssachen gibt mit einfachen Kameras in den Straßen. In der Theorie ist das toll, um Kriminalität zu beobachten. Aber es eröffnet auch die Gefahren der Big Data und den Einfluss auf die Privatsphäre. Ja, Goldigold, gute Nacht. Na. Ja. Also ist echt ein Problem. Entweder, dass wir die Gesichtserkennung verbieten oder dass wir Gesichtserkennung erlauben. Die Argumentation hier unten ist halt so etwas, was mich total wahnsinnig macht. Niemand ist darüber besorgt, dass jemand, der vorbeigeht, das Gesicht erkennt. Warum gibt es so eine Aufregung über Kameras? Naja, weil diese Kameras zusammengeschaltet sind und sich alles merken. Die Erinnerung von Menschen ist nicht absolut. Also, ne? Das ist das Problem, was hier kleingeredet wird. Das ist Whataboutism, würde ich fast sagen. Was denn mit Leuten, die dich sehen? Ja, die sind halt leider nicht überall. Kameras sind überall und miteinander vernetzt. Das ist ja gerade der Spaß daran. Wenn eine einzelne Kamera Gesichtserkennung machen würde und die das nicht austauscht mit anderen Kameras, gäbe es nicht das Problem. Aber erst wenn sich die Kameras miteinander austauschen, dann gibt es ja diesen Mehrwert, in Anführungszeichen. Und das führt dazu, dass wir das Big Data Problem haben. Ja, also die einzelnen Daten sind ja nicht das Problem, aber die Kombination aus ganz vielen. Und dann ist die Frage, wer hat die Macht, diese Information zusammenzuführen? Was macht man dann damit? Und ich weiß nicht, ich habe da gerade zu viel China vor Augen. Ja, ja, richtig. Und nicht nur das. Also ich meine, du kannst es als staatliches Mittel einsetzen. Jetzt müssen wir es nur auf den Privatsektor ausdehnen. Wie mächtig das ist, wenn du private Betreiber hast, die dann einfach mal sagen, okay, Google oder Facebook oder keine Ahnung was, kauft jetzt einfach mal die Gesichtserkennungsdaten der letzten 2 Jahre vom Berliner Hauptbahnhof und kann so zielgerichteter Werbung an ihre Nutzer verkaufen. Das ist auch gruselig, weil es dann, also ich meine, zielgerichteter Werbung, dann sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt. Der reißt aber ganz schön viel. Heben wir mal seine Krankenversicherung an. So, also das sind jetzt einfach nur Szenarien, die gar nicht mal auf staatliche Repression abzielen, sondern auf wirtschaftliche. Ja, also auch dieses Targeting, denken wir jetzt gerade aus Werbeperspektive, wenn wir das aus politischer Perspektive betrachten, dann wird es auch nochmal ganz interessant, welchen Leuten du online welche Informationen zur Verfügung stellst. Und wenn keine Ahnung, also mir ist das auch schon passiert, dass ich auf einmal in so einer YouTube-Schleife war und irgendwie dachte, ich bin hier gelandet. Und warum wird mir das jetzt so als nächstes Video vorgeschlagen? Was? Und auch spannend in anderen sozialen Netzwerken. So, die ersten Jahre Facebook, welche Werbung dann nach und nach kam und wie sehr sich das unterschieden hat nach den jeweiligen Nutzern. Ja. Und das wirkt sich halt auch einfach politisch und gesellschaftlich aus, wenn du halt nur bestimmte Perspektiven wahrnimmst. Korrekt. So. Und niemand sagt, weil die Intelligenz künstlich ist, ist sie vorurteilsfrei. Weil der die künstliche Intelligenz gebaut hat, wird wahrscheinlich sogar meistens unabsichtlich ganz, ganz viele Biases reinmachen und plötzlich wird alles magisch, weil jeder sagt so, ja, ist ja künstliche Intelligenz, die ist vorurteilsfrei. Und das stimmt halt auch nicht. Das ist halt auch ein Problem. Das war auch das, was wir vorhin im Chat kurz hatten, als Beispiel, dass
Schwarze einfach nicht erkannt werden von einzelnen Tools oder wie auch immer. Ja, Oder genau, unter da gab Software. es gerade etwas, das habe ich auch auf Twitter geteilt. Da gab es jemand, der hat festgestellt, ein Kollege von ihm hat halt schwarze Hautfarbe und er sagte, warum ist bei Zoom, wenn ich einen virtuellen Hintergrund anmache, mein Kopf immer weg? Stellte sich raus, ja, dieser Algorithmus von Zoom, der diese Hintergründe ausblendet, ist halt nicht darauf trainiert, dass da jemand sitzt mit schwarzer Hautfarbe und hat dann den Kopf weggenommen, weil dachte, gehört zum Hintergrund, weil er hat die Rübe eines Weißhäutigen gesucht. Und ähnliche Sachen gibt es bei Twitter auch. Also da gibt es ganz, ganz abgefahren. Liebe Menschen, ich habe neulich gerade was auf Twitter geteilt. Darauf beziehe ich mich gerade. Ich habe jetzt keine Lust, die Sachen kurz rauszusuchen. Also das ist echt. Ja, built by white dudes, tested by white dudes. Ja, genau. Also das ist. Also wir verbieten Gesichtserkennung. Liberale finden es richtig gut, Kapitalisten finden es nicht gut und das ist für mich der erste Indikator. Warum finden es die Kapitalisten nicht gut? Ja. Ne? Also das bildet die Sache schon ab. Technology sinkt ein bisschen, aber so ist es halt. Und Situation imminent. Oh, Gridlock. Also ich weiß nicht, wie man Gridlock gut übersetzt. Verkehrsinfarkt. Ich glaube ja. Ja. Ja, genau. Also wegen der Verkehrsverstopfung. Also wegen irgendwas. Ach, die Leute fliegen weniger. Da müssten wir gegensteuern wahrscheinlich. Wir haben nur noch die Fahrradgeschichte. Da müssen wir reinkommen. Crime geht weiter runter. Das freut mich sehr. Ich gehe kurz durch. Nicht kompetitive Wirtschaft ist gleich geblieben. Fettleibigkeit, ja, immer noch hoch. Asthma-Epidemie steigt weiter an. Ein Hinweis darauf, dass wir ein Verkehrsproblem irgendwo haben, ne? Das bedingt das ja. Internetkriminalität sinkt weiter, das ist ganz wundervoll. Die Bürgerwehren sind diese Runde vorbei. Cool. Alkohol sinkt weiter, aber die Rate wird schon weniger, es fängt an abzuflachen. Organisierte Kriminalität, ganz leichter Trend nach unten, aber nur ganz leicht. Die Antisocial Behavior, ja, ist auch weiter am Sinken, noch nicht vorbei, aber auf dem Weg dahin. Ja, wo haben wir es denn? Ist das hier? Traffic Congestion geht nach oben. Car Usage. Ja, wir müssen Ja, das. die Autonutzung anfassen. Auf jeden Fall. Gucken wir mal Car Usage an. Ja, das Bruttoinlandsprodukt befeuert das. Die Hybrid-Car-Initiative, ja, okay. Die Roadbuilding. Ah, Rural Development Grants pusht das ein kleines Müh nach oben. Ja, wir sollten bei. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal bei den Verkehrssachen, ob es etwas gibt, was gleichzeitig auch die Wirtschaft ankurbelt. Damit wir die im Hinterkopf behalten. Es gab auch noch vor diesem Update, also in dieser letzten Version, noch die Möglichkeit, Homeoffice-Geschichten zu unterstützen. Das Vielleicht gibt es gibt es hier das auch hier. wieder. Hier haben wir es. Telecommuting Initiative. Initiative Und für Home Office. ich Car glaube, da könnten Usage wir geht auch hin. runter. Ja. Das finde ich ganz schön. Man könnte auch diese Carpooling-Campaign nochmal sich anschauen zu Fahrgemeinschaften. Ja, Okay. Carpooling ist auch super günstig und hat nur Auswirkungen auf. Also ich würde beides tatsächlich hier reinnehmen wollen. Ist auch Gerne. relativ günstig. Also Carpooling würde ich tatsächlich voll reingehen, weil wir haben echt ein massives Problem. Ja.
dauert auch seine Zeit, wirkt sich auch nicht so krass aus, kostet aber auch nicht viel. Genau. Und dann dieses hier dauert nicht lange. Würde ich das tatsächlich auch einführen? Wahrscheinlich auf einem mittleren Niveau. Ja. Ja, 900 Millionen. Computer finden es toll. Car Usage wird reduziert um minus 8. Da würde ich fast sogar sagen, wir könnten mal auf 1,1 hochgehen oder sowas. Ja, so 1, 1, 1 finde ich auch gut, ja. Ja, das ändert dann an der Car Usage 9,8%. Finde ich gut. Das ist doch echt gut. Ich denke auch, ich habe auch den Eindruck, wir könnten da vielleicht nochmal irgendwas. Ich weiß nicht, was, ob sie jetzt ob wir über die Busse gehen oder über Mautgeschichten. Oder innerstädtischen Verkehr oder auch, wir können auch Bäume pflanzen, dann haben wir auch noch was Gutes gemacht. Das vielleicht gar nicht, das war bei Well, nee. Nee. Publix, hier was Reforestation. Das kostet auch nicht viel. Und die Arbeitslosigkeit geht nach unten Oh und ja. ist gut für die Luft. Ja, dann würde ich das machen. Mir sind noch zwei Sachen jetzt bei dem Durchgehen eingefallen. Also, auf welches Niveau würdest du das? Wir können in so ein Stück würde ich es noch hochnehmen, aber nicht mehr viel. Ja, so. So. Ja. Okay. Was mir dann noch bei neuen Sachen aufgefallen ist, wäre dann einmal Welfare. Haben wir Tobacco Awareness Campaign. Günstig, tut was gegen Tobacco Usage, was der Asthma-Geschichte hilft, was wir ja wollen. Ja. Ob das jetzt Klar. super zielführend ist, weil wir haben die Steuer auch erhöht. Wir nehmen gerade viel damit ein. Aber was mir noch aufgefallen ist, wäre hier, war das hier? Oh, gucke, da ist auch die Stamp Out Racism Week. Über die hatten wir uns vorhin irgendwann mal unterhalten und sind dann bei Cyberbullying gelandet. Oh Also die habe ich. ja, genau, die ethnischen Spannungen gehen damit runter. Das würde ich eher, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Nicht gut. Okay, dann implementieren wir das. Das also. Da können wir auch gerne Voll hochgehen. reinbuttern. Okay. Jetzt sind wir schon wieder bei nur 2. Ja, dann unser Defizit sinkt. Also gut, die Weltwirtschaft steigt, unser BIP steigt, unsere Einnahmen gehen nach oben und wir geben im Vergleich dazu relativ wenig mehr aus. Gut, dann machen wir nächste Runde und gucken, welchen Vorteil wir haben, dass dieses eine Problem jetzt gerade mal gelöst ist. Wir haben auch schon 10 Milliarden Defizit weniger. Ja. Kriminalität ist runter, Unemployment geht runter. Wundervoll. Oh, Global Hit Drama. Also ein. Okay, irgendeine Fernsehsendung aus unserem Land ist total ein Welterfolg und ganz viele Leute gucken positiv auf unser Land. Tourismus geht hoch, Verbindungen ins Ausland hoch und die Patrioten finden es toll. Okay, cool. Dann. Die Bürgerwehr, so hatten wir es genannt, ist vorbei. Wir haben einen neuen Spender. Wie großartig. Sehr Ja, gut. wir versuchen den. Und Situation imminent. Rail Strike. Okay. Das heißt, wir haben diese andere Sache, die kurz vorm Anfang war, mit der leichten Steuersenkung echt abgewendet. Wenn jetzt Rail Strike das drückendste Problem sind. Sieht so aus. Das ist Ja. total gut. Also super gut. Das freut mich. Das freut mich auch total. Kurz die Probleme,
Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht weiter hoch. Ja, wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. So, Fettleibigkeit geht wieder ein Stück hoch. Ah. Asthma-Epidemie hat einen Knick bekommen. So, dann Internetkriminalität weiter langsam am Sinken. Der Alkoholmissbrauch flacht ab. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das organisierte Verbrechen leichter Trend weiter nach unten. Und Antisocial Behavior ist vorbei, diese Runde. Super. Sehr schön. Puh. Na, wir könnten auch ein probates Mittel aus den letzten Runden, Marihuana, zumindest medizinische Marihuana, zuzulassen oder dann den nächsten Schritt zu machen, der Freigabe, damit wir dann wieder die Steuereinnahmen haben. Wir haben Legal Drug Consumption. Haben wir Drogen bereits legalisiert? Wäre mir neu. Bitte? Wäre mir neu, dass wir in Deutschland Drogen legalisiert haben, oder? Ja, also ist in Deutschland nicht, aber in unserem Land könnten wir hier drüber nachdenken. In unserem Sandkasten. Ja, in unserem Sandkasten. Wo, was war hier? Needle Exchange Program? Das ist zum Beispiel auch so wichtig. Ah, Medical Cannabis. Das haben wir bereits. Damit können wir halt noch. Ja, in Deutschland haben, genau, das Medizinische ist ja in Deutschland zugelassen. Stimmt, ja. Wir bräuchten 16, um Age Limit for Cannabis einzuführen. Und wie teuer wäre die Steuer? 8. Ja, wäre wieder eine Einnahmequelle. Wollen wir das machen? Ich finde es total gut. Und Edelhack merkt halt an, Alkohol, oder fragt gerade, Alkohol keine Droge. Doch, Alkohol ist natürlich eine Droge. Interessanterweise können wir in dem Spiel keine Alkoholsteuer, oder? Nee, doch, Alkoholsteuern haben wir jetzt eingeführt. Ja, genau. Und das ist auch eine unserer Einnahmequellen. Und wenn wir hier schon die eine Droge zulassen, dann unter bestimmten Voraussetzungen können wir die andere auch unter bestimmten Voraussetzungen zulassen. Und auf beide haben wir Steuern erhoben. Ja. Wir machen es also nicht so attraktiv. Und was aber der Vorteil ist, einer der Hauptgründe wahrscheinlich ist zu tun, ist, dass wir es aus den Händen der organisierten Kriminalität herausnehmen und damit hoffentlich auch die Straßenkriminalität senken. Ja. Ja, tatsächlich, Edelhack sagt ja auch was, ne? Es gibt, wer ein Problem mit Alkohol hat, ist alkoholkrank. Wer mit anderen Substanzen ein Problem hat, ist süchtig. Ja, Alkoholsucht, man sollte es auch beim Namen nennen, ist nicht alkoholkrank. Also das ist tatsächlich. Aber Horst, die merkt auch was Gutes an. Da würde ich nämlich auch nochmal drauf gucken. Tags. Junkfood-Tags. Ja. Schön, das hatten wir auch beim letzten Mal und wir haben die Junkfood-Tax auch in Kombination mit dem Marihuana diskutiert, auch später noch auf dem Discord-Server, ja. weil es eine Studie in den USA gab, wie sich der Konsum von Marihuana auswirkt auf den Konsum von so Junkfood-Geschichten. Ja. Also haben die Leute mehr Bock auf Süßes und Ungesundes oder nicht? Ja. Ja, das heißt, wir legalisieren mal. Jetzt in einem ersten Schritt. 16. Geht hoch. Okay, also. Apply. Okay. Jetzt können wir weder Fastfood-Tags noch die Drogen-Tags einführen. Jetzt würde ich mal gucken. Diese Tourism-Ad-Campaign können wir aber auch noch machen. Das kostet nicht viel und bringt uns auch noch mal ein bisschen Geld. Das stimmt. Sehe ich gerade einfach, weil sie da ist. Ja, machen wir das. Und zwar so auf dem mittleren? Ja. Ja.
Gut, dann machen wir nächste Runde und dann besteuern wir Junkfood und legalisierte Drogen. Mhm. Unser Defizit schrumpft weiter, aber ich fürchte, das ist eher der Weltwirtschaft zuzuschreiben. Gut. Ja. Antisocial Behavior ist vorbei. Ah. Jetzt haben wir Gig Economy wieder als Problem. Also wieder die, das hatten wir schon mal. Gig Economy bezeichnet halt diese Geschichte, wo man, also die Uber in Reinsform, wo es wirklich nur darum geht, die Unternehmen sparen sich die Anstellungen, die Sozialversicherung und so weiter und so fort, weil sie halt sagen, ja, lad dir die App runter, dann kannst du mitmachen und wir beteiligen dich an den Gewinnen und so weiter und so fort. Und das ist halt tatsächlich, weil es an der Absicherung fehlt, ist das ein Problem. Ja. Das haben wir jetzt als neues Problem. Wir haben ein Dilemma. Verbot von ja, Livestock, also Tierimporten. Mhm. Einer unserer Nachbarstaaten hat öffentlich bekannt gegeben, dass die Maul- und Klauen, das ist ein Ausbruch von Maul- und Klauenseuche bei ihren Rinderbeständen gibt. Obwohl die Gefahr nicht sehr groß ist, gibt es Pharmagruppen, die sagen, wir sollten den Import von solchen Tieren verbieten. Okay, die einen sagen, es ist relativ sicher und es gibt keine Beweise, dass das sich verbreiten könnte, und die anderen sagen, das Risiko ist zu hoch. Mir fehlen so ein bisschen die Zahlen, also es sind gerade alles irgendwie Behauptungen. Insofern fällt es mir gerade schwer, mich zu entscheiden. Ich würde das Verbot zurückweisen, weil dieses andere Land hat es öffentlich bekannt gegeben und arbeitet am Problem. Das heißt, sie sind transparent, was das angeht. Aber wir wissen nicht, ob das andere Land nur sagt, dass sie an den Problemen arbeiten, weil wir ja auch nicht wissen, welches anderes Land ist das. Wenn es jetzt beispielsweise ein EU-Land ist, dann wäre das auch vielleicht nochmal von den Prozessen her anders. Mir stehen zu wenig Informationen für eine qualifizierte Entscheidung zur Verfügung. Ja. Habe ich gerade den Eindruck. Also mein Gefühl sagt auch, reject Ben. Auf der anderen Seite, wenn wir dadurch auch noch die Landwirte in unserem eigenen Land gefährden, wäre das vielleicht auch nicht so günstig. Ja. Also tendierst du auch zu Reject Ban, weil ich fürchte einfach, wenn wir Ban approven. Na gut, unsere Außenbeziehungen sind eigentlich ganz gut. Das heißt, wir könnten es uns auch leisten, den Ban auszusprechen, um zu gucken, was passiert. Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Wir wissen auch nicht, ob sich das negativ auf unsere internationalen Beziehungen auswirkt. Vielleicht ist auch dieses Einfuhrverbot gleichzeitig so ein Moment, der unsere eigene Landwirtschaft fördert oder wo die Leute weniger Fleisch essen oder so. Ja. Es kann auch sein, dass unsere Lebensmittelpreise dadurch durch die Decke gehen. Das kann auch sein, ja. Also irgendwie, mir juckt es in den Finger für Approved Ban. Obwohl ich die andere Argumentation, das nicht zuzulassen, auch nachvollziehen kann. Aber ich würde jetzt deinem Bauchgefühl jetzt einfach mal folgen. Und dem Verbot zustimmen. Ich bin gespannt, was passiert. Farmers finden es großartig. Foreign Relations geht runter, International Trade geht runter und Food Price geht hoch, wie du gesagt hast. Aber an diesen Problemen können wir alle arbeiten. So. Ja, ich finde es auch total spannend, dass sie uns das vorher nie sagen. Also, wenn wir so andere politische Entscheidungen treffen, wissen wir ungefähr, wie sich das auswirkt. Aber bei diesen Dingen müssen wir spekulieren, und es kann auch durchaus mal passieren, dass wir völlig in die falsche Richtung spekulieren. Ja,
Situation imminent. Was haben wir hier? Corporate Exodus. Also, ja, wir müssen auch was für die Wirtschaft tun, ne? Hui. Das ist kurz davor, loszugehen. Ja, aber mein Gott, wir haben das Spiel auf ganz schwer gestellt. So ist es nun mal. Es ist eine Herausforderung. Ja. Oh, und da ist der nächste. Das Waffle Operation Center. Das C3 VOC ist da. Oh, yeah. Hey, und herzlichen Dank, dass ihr mir folgt. C3 VOC ist richtig, oder? Waffle Operation Center. C3 ist kurz für den Chaos Communication Congress. Und da gibt es immer ein Waffle Operation Center. Und die folgen mir jetzt und haben auch direkt mal Kanalpunkte für Physik ausgegeben. Okay, dann bevor wir jetzt hier mit Democracy 4 weitermachen, werde ich mal hier die beiden Physikforderungen erfüllen. Also, als erstes wollte ich was Schönes erzählen. Ein Spruch, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Das Erste, worüber ich quatschen will, also die werde ich mir ein wenig aufteilen. Ja? Also ich werde das nicht en bloc machen. Erste Sache ist die Hundsche Regel. Wegen eines Ausspruchs von meinem Physikprofessor im dritten Semester war das, glaube ich. Der hat irgendwann mal gesagt, tja, wenn man sich das Atommodell genau anguckt, dann rechnet man sich erst einen Wolf und dann kommt man auf einen Hund. Und Hund, das ist ein Physiker, Friedrich Hund, geboren am 4. Februar 1896 in Karlsruhe, war ein deutscher Physiker, bekannt von den Hundschen Regeln. Und die Hundschen Regeln helfen einem dabei, das Periodensystem der Elemente besser zu verstehen, weil sie Regeln aufstellen, wie die Elektronenschalen der verschiedenen Elemente gefüllt werden. Und die Hundschen Regeln sind wie folgt. Die erste Hundsche Regel ist, volle Schalen und Unterschalen haben den Gesamtdrehimpuls 0. Der Gesamtdrehimpuls ist eine Quantenzahl. Das heißt, darauf muss man achten, dass wenn man eine Schale voll hat, dass die einen Gesamtdrehimpuls 0 haben. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das Atom kreist. Eine Quantenzahl ist etwas, man darf sich das Atom nicht wie einen Kreisel vorstellen. Eine Quantenzahl ist eher etwas, das Kind brauchte einen Namen und man hat es Gesamtdrehimpuls genannt. Und das ist die erste Hundsche Regel. Das hilft einem dabei, dass man zum Beispiel weiß, die einfachste Schale ist die S1-Schale, das ist, wo die ersten beiden Elektronen drin sitzen. Die muss einen Gesamtdrehimpuls von 0 haben, wenn sie voll ist. Das ist relativ einfach zu befolgen. Aber dann die nächste, die kennt man vielleicht, hat man schon mal gehört, wenn man sich ein bisschen mit dem Periodensystem beschäftigt, ist der Gesamtspin. S nimmt den maximal möglichen Wert an. Die Spins der einzelnen Elektronen stehen also möglichst parallel. Dadurch versteht man, warum es so viele Nebengruppenelemente gibt. Warum im Periodensystem plötzlich, wenn man tiefer kommt und tiefer, so viele Elemente nebeneinander auftauchen. Und auch, warum es Magnetismus gibt, kann man so verstehen. Weil, dass die Spins parallel stehen, sorgen dafür, dass gerade bei Kobalt und bei Eisen dieser Ferromagnetismus auftritt. Und auch wegen der dritten Hundschen Regel erlaubt das Pauli-Prinzip mehrere Konstellationen des maximalen Gesamtspins, dann werden die Unterzustände der Magnetquantenzahl so besetzt, dass der Gesamtbahndrehimpuls maximal wird. Das heißt also, ein Zustand der Elektronenhülle, die dazu führt, dass ein Element eher magnetische Eigenschaften aufweist, ist zu bevorzugen. Man kann das auch mittlerweile auf quantentheoretischen Sachen basieren, aber tatsächlich sind die Hundschen Regeln so gestaltet, dass man dadurch die Systematik im Periodensystem der Elemente direkt verstehen kann. Nicht aus komplizierten Gleichungen, sondern aus tatsächlich ausformulierten Regeln, wie Schalen aufzufüllen sind. Das
will ich jetzt alles nicht genau erklären. Wenn man das macht, dann kommen wir hier gar nicht mehr raus, weil das Periodensystem der Elemente ist ein faszinierendes Thema. Da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Aber Hund ist einer der Wissenschaftler, von dem man in der wahrscheinlich nur in der Schule hört, wenn man Leistungskurs Chemie hat, weil man dann so tief in das Periodensystem der Elemente einsteigt. Und ich habe ihn erst tatsächlich im Studium kennengelernt, aber es ist so fundamental. Also es bezieht sich auf Regeln, wie man Elektronenhüllen füllt. Und gleichzeitig hilft es beim Verständnis, warum die Elemente im Periodensystem so angeordnet sind, wie sie sind und warum sie welche Eigenschaft haben. Also man kann so viel mit diesen Hundschen Regeln verstehen, aber es ist schon, und das ist jetzt nicht irgendwie neuer Shit, also das ist irgendwie 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich den meisten Menschen nur begegnen, wenn sie Physik studieren oder wenn sie Chemie-LK in der Oberstufe haben. Und da ist es noch nicht mal sicher, dass man zu diesem Punkt hinkommt. Aber das sind die Hundschen Regeln. Das war erstmal eine Physik. Also ich habe noch zwei Physik offen, das ist mir durchaus klar. Wir wollten jetzt, bevor wir das vergessen, wir wollten Steuern einführen. Ganz wichtig. Mhm. Das würde ich nämlich gerne machen. Nicht, dass ich drüber wegkomme und euch mit zu viel Physik hier vollquatsche. Also als erstes Recreational Drugs, um Geld zu generieren aus unseren legalisierten Drogen. Was würdest du sagen? Die Milliarde hätte ich schon gern. Aber nicht mehr? Alles darüber hinaus wäre so die Frage, wie viel politisches Kapital wollen wir uns aufsparen? Also so am oberen Ende von 2 finde ich ganz angenehm. Nee, jetzt sowas einführen, kostet uns das nichts. Dass hier noch was angezeigt wird, ist eigentlich falsch. Okay. Dann kommen wir auch noch ein Stück höher. Auf 1-1 gehen. Ja. Okay. Und dann das andere war die Junkfood-Tags. Junkfood und Plastikbag. Können wir uns beides leisten? Dann, tja, was machen wir da? Obesity ist schon krass, wenn wir sie in der Mitte lassen. Mhm. Dauert auch seine Zeit, aber auch das lohnt sich. Hier würde ich sogar wirklich höher gehen. Ja? So 750 Mill. Na, sie. Ja. So hier, 700. Ne? 700. Ja. 700, 700 rund? Ja. Ja, komm, lass so. So, auf dem Ding? Auf die 2-3 Millionen kommt. Aber wahrscheinlich sollten wir dann uns nochmal um unsere Nahrungsmittelversorgung kümmern. Auf jeden Fall. Weil sich, also das wird sich einfach auf die Nachfrage auswirken. Ja, also und dann Plastic Bag Tags. Mhm. Ja, da ist wenig Einkommen, aber immerhin. Ja, das ist auch so eine Steuer, wo es eigentlich nicht darum geht, Geld zu verdienen, ja, sondern wo es eigentlich darum geht, das Zeug einfach loszuwerden. Korrekt. So mittel lassen oder höher? Ich würde es, glaube ich, so lassen. Okay. Gut, dann sind wir jetzt bei 2. Es hat sich ja es hat sich nicht auf die Umwelt ausgewirkt, sondern es hat sich auf die Umweltschützer ausgewirkt. Korrekt. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.